so, kurzer Disclaimer, lasst doch sehr gerne ein kostenloses Abo da, wenn euch das gefällt, was ich hier mache. 84% Nutzer ohne Abo ist komplett wild. Vielleicht erreichen wir dann auch mal diese Marke hier. Kurze Rechnung, das könnte gar nicht mehr so lange dauern und dann seid ihr diesen Disclaimer auch los. Du musst einfach wach sein und das waren sie halt leider Gottes mal wieder nicht. Warum sollst du das wegen so einer Scheiße einknicken oder anders Fußball spielen? Das macht für mich keinen Sinn. Es hat nicht sein sollen gestern, aber man kann mehr als zufrieden sein mit der Leistung. Der helle Wahnsinn. Wie du solche Elfmeter pfeifst. Es gab keine klare Einstellung, wo du sagen kannst, yo, der ist auf jeden Fall an der Hand. Also schon allein, dass man da überhaupt drüber diskutiert, dass der an der Hand war oder nicht. Junger Vater. Also was war das für ein Spiel? Und vor allem dieser Lucky Punch am Ende. Gonzalo Castro. 3:2. 92. Minute. Gonzalez bricht da unten durch, setzt sich durch. Habe ich es nicht im Podcast schon angekündigt, dass wir das Spiel verlieren werden? Es hat einfach zu perfekt ins Schema reingepasst, dass wir dieses Spiel verlieren werden. Und es bleibt einfach dabei. Seit dem Wiederbeginn von Corona haben wir kein einziges gutes Spiel gemacht. Ich bleib dabei. Diesmal im positiven Sinne. Was zur Hölle war das? Das hätte, glaube ich, keine Sau erwartet. Ich glaube, hätte mir irgendwer nach dem KSC-Spiel gesagt, du bist komfortabel am letzten Spieltag auf dem zweiten Platz aufgestiegen. Ich hätte den so hardcore ausgelacht. Das muss mir einer erzählen, wie sowas passiert. Und dann Moinsen zum Review-Podcast, zum Auswärtssieg in Berlin und zum Preview-Podcast zum Heimspiel am Freitagabend schon gegen den 1. FC Köln. Sind wir da einige News, einige Tabs offen hier, wie immer der Disclaimer, ne, hier, zack, boom, alle News, alle Links, alles in der Videobeschreibung drin, die wird immer voller, mal gucken, ob sie, wie gesagt, irgendwann mal komplett sprengen, diese 5000 Zeichen oder sowas, wird schon manchmal relativ eng mit den ganzen Quellenangaben, vielleicht muss ich die irgendwann manchmal ein bisschen, ein paar unwichtigere rauslassen oder so, wenn es dann extrem voll wird, aber legen wir mal los. Es gibt natürlich jetzt auch noch ein paar ältere Dinge. Also ich glaube, das älteste ist vom 15. Oktober, also noch vor dem Spiel, was halt nicht in dem Podcast drin war. Wenn der Podcast immer halt immer so Mittwoch rum oder sowas kommt, ne? Weil es bringt mir ja auch nichts, wenn ich den Podcast dann Samstag um 14 Uhr hochlade. Den schaut ja keiner mehr an vor dem Spiel um 15.30 Uhr so, ne? Wenn man da ganz up-to-date sein will, das klappt einfach nicht. Da halt noch die Info, ich bin mir nicht mehr sicher, weil ich glaube, jetzt nicht in den Podcast reingeschafft, aber nur die Frage, was er hat. Jetzt war dann klar, dass Mavropanos einen Meniskusriss hat, mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate ausfallen wird. Und damit können wir direkt ins Spiel reingehen. Die anderen Infos müsste ich davor, glaube ich, schon durch haben, zumindest die wichtigen auf jeden Fall, oder die interessanten. Auswärtssieg bei Hertha BSC Berlin. 2:0 auswärts gewonnen. Ich muss sagen, dass ich schon sehr, sehr überrascht bin. Ich meine, dass Berlin schwer einzuschätzen ist, war klar. Berlin, keine Ahnung, hätte ich jetzt auch nicht sagen können, dass sie uns an die Wand spielen und uns locker wegschießen. Weil die einfach, keine Ahnung, die sind mal irgendwie hot und flop irgendwie, sind hoch und runter Berlin. Die waren gegen uns auch nicht, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie gegen uns krass schlecht waren. Aber wir haben es, ich hatte zumindest während dem Spiel nie groß Angst oder sowas, dass die uns groß gefährlich werden. Weil die hatten, ihr müsst jetzt gleich nochmal hier, wenn ich schon dabei bin, mal in den Spieldaten gucken, ob das alles so stimmt, was ich ja gleich laber. Aber so vom Gefühl her hatten die halt ein bisschen mehr Ball, ja. 64% Ballbesitz, 5:4 Chancenverhältnis, 6:4 Eckenverhältnis. Also einen Ticken mehr hatten die, einen Ticken mehr Kontrolle über das Spiel vielleicht auch. Aber wir haben es hinten wirklich gut wegverteidigt. Vor allem die Abwehr, vor allem wieder ein Kempf hat mir richtig gut gefallen, auch ein Carrasso da hinten drin hat mir gut gefallen. Das war schon echt, echt gut. Muss ganz ehrlich sagen, dass mir gefühlt erst nach dem Spiel aufgefallen ist, dass Stenzel gespielt hat. Das war eh, ne, das hat so, kann ich nicht sagen, dass es ein Problem ist, aber wenn man halt auf das Spiel reagiert und auf Kommentare reagiert dann währenddessen und Livestream und sowas, da ist man nicht so fokussiert auf das Spiel wie jetzt im Stadion oder wenn man halt das Spiel einfach nur guckt, ohne irgendwie was währenddessen zu machen quasi. Deswegen ist mir quasi erst nach dem Spiel großartig aufgefallen, dass wir noch einen Stenzel dabei haben, was aber auch nicht unbedingt negativ ist, weil dann ist er einem auch nicht negativ aufgefallen. Ne? Also legt man es ihm mal positiv auf, vor allem auf der Position, legt man es ihm mal positiv aus. Direkt nach ein paar Minuten schon, die erste Riesenchance. Koulibaly setzt sich richtig stark durch. Also was der, Junge, das habe ich ja glaube ich schon nach dem letzten Spiel gesagt, was hat der Junge für einen Sprung gemacht, ist ja krank.
Das hat der für einen Entwicklungsschub genommen, ist ja krank. Hat man auch irgendwo in der Slow-Mo gesehen, wie er richtig schön Handzeichen zeigt. Skalatisch geht es an den ersten Pfosten, kommt da hin und köpft leider an was Latte, was Pfosten, auf jeden Fall Aluminium. Enge Kiste und ein paar Minuten später, ne, auch einfach nicht gut verteidigt. Zu frei darf er nicht zum Kopfball kommen, aber Kempf macht es 1-0, hat sich auch verdient. Vielleicht ist bei Kempf ja sogar eine Informkarte drin oder sowas. Jetzt wieder aus FIFA-Sicht gesehen, kommt er heute Abend raus. Beziehungsweise, wenn ich den Podcast hochlade, ist wahrscheinlich schon raus. Wenn ich den auch wieder so um die Abendstunden rausbringe, werde mit der Zeit gleich ein bisschen auch das Team of the Week da sein. Vielleicht kriegt er ja eine Inform. Mich würde es überraschen, weil halt, ne, jetzt nicht so ein krass relevanter Club jetzt für dieses Spiel eigentlich. Aber davon abgesehen, richtig gutes Spiel von Kempf, muss ich echt sagen, richtig gutes Spiel. Hat eine 2,5 bekommen vom Kicker, Endo auch 2,5. Castro mehr auf der Match mit 2-0. Da bin ich auch voll dabei, bin ich auch sehr, sehr überzeugt von Castro gerade. Wundert mich schon auch krass, oder was heißt wundert mich? Wenn man die Leistungen kennt von Castro beim VfB, war das nie krass was Besonderes, aber der kann. Die Kapitänsbinde scheint dem wirklich gut zu tun. So, die scheint ihm einfach gut zu tun. Der spielt vor allem seit er Kapitän ist in der ersten Liga, spielt er wieder richtig gut und kriegt so einen zweiten Sommer, so eine zweite Luft quasi nochmal. Die Davi ist auch okay. Muss ich aber auch sagen, dass ich den jetzt nicht so stark sehe wie in Castro. Das ist einer, den man noch am ehesten austauschen könnte, ne? Beispielsweise gegen Clement, gegen Klimovic, gegen Eklow, gegen Förster, da hast du einiges auf der Position. Genau, aber sonst einfach eine grundsolide Teamleistung. Das muss man einfach mal sagen, eine grundsolide Teamleistung. Auch vom Schiri jetzt nichts Besonderes. Das Spiel war an sich auch nichts Besonderes. Ein paar, hier 4000 Zuschauer waren da, war jetzt nichts krass Besonderes. Gab ein paar Pfiffe von Hertha-Fans, ist ja auch logisch. Wie gesagt, die machen ja die Ansprüche nicht offiziell, aber ich gehe nicht davon aus, dass Hertha diese Saison irgendwie Klassenerhalt oder Mittelfeldplatz als richtige Zielsetzung hat, wenn man so viel Kohle reinballert. Die sollten eigentlich ja schon eher in Richtung Europa League steuern, rein vom Kader und von den Fähigkeiten her. Aber ne, das ist so ähnlich wie Chelsea, auch viel gekauft, viel teuer gekauft und muss halt erstmal das berühmte Klick machen, ne? Muss halt erstmal funktionieren, sich einspielen. Und dann wir hatten danach auch nie große Chancen. Also in der ersten Halbzeit, also die erste nach dem Tor nicht mehr. Vor dem Tor hatten wir eine riesen Chance durch Kalajdzic, danach ja eigentlich nicht mehr. Und das müsste dann, glaube ich, vielleicht liegt auch falsch, kurz nach der Halbzeit direkt gewesen sein, wo Koulibaly wieder reingeht, wieder durchzieht über links, reinflanken. Den muss halt ein Kalajdzic eigentlich machen. Der hat sich, glaube ich, wirklich selber sehr über sich gewundert, dass er den nicht gemacht hat, aber den muss er eigentlich machen, ne? Dann steht es da 2-0. Stand es dann später, eigentlich mitten, das ist auch wieder das Ding. Keine Ahnung, es kommt später, wenn ich auf die paar Tweets zum Spiel noch eingehe. Da kommen wir, glaube ich, auch nochmal irgendwann, aber ich erkenne diesen VfB nicht mehr. Ich erkenne diesen VfB nicht mehr. Mitten in dieser Druckphase von Berlin in der zweiten Halbzeit, wo die eigentlich eher am 1-1 sind als wir am 0-2, nimmt sich mal kurz Castro irgendwie, du hast irgendwie kurz Bock, setzt sich ein bisschen durch, bisschen Doppelpässchen hier da, jagt das Ding aus Gang, 20, 25 Meter eiskalt rein. Die Frage, ob man den halten kann, ja, aber ein schöner Abschluss. So, und zack, 2-0, das Thema war erledigt, das Spiel war durch. Es läuft gerade einiges optimal und es ist wieder mal, also das heißt optimal, sehr, sehr gut. Formulieren wir es lieber so. Und wieder, Statistik wieder, überboten quasi. Statistik wieder nicht gezogen. Weil in Berlin gewinnst du normalerweise nicht. Wenn man sich so Statistiken anguckt, wieder gewonnen. Das zieht sich durch die komplette Liga bisher. Jedes einzelne Spiel ist voll gegen die Statistik gelaufen, wie ich es jeden Podcast aufs Neue sage, weil ich das so ein bisschen so eine Vergangenheit-Statistik und sowas Fan bin eigentlich. Ja, und sonst stabiles Ding. Auch ganz schön, wenn man sich die Aufstellung nochmal anguckt, was ja auch dann die Einwechslungen betrifft, dass dann am Ende nochmal ein Eklow reinkam, ein Gonzales kam rein in der 64. für Koulibaly. Also echt, echt stabil, einige Jungs dabei, die jetzt auch wieder zurück sind, auf die man sich freut. Eklow ja auch krass im Hype bei uns, Gonzales sowieso. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Kommentaren über. Genau, vorm Spiel war noch ganz nett. Vom englischen Bundesliga-Kanal auf Twitter oder offiziell hat geschrieben quasi, dass wir mit 4 Punkten
quasi den besten Start haben seit 2011, 2012 und das war damals unterm Labbadia. Bundesliga Startelf, Alter waren wir auf Platz 3, so wie es aussieht, mit 25,1. Vor uns nur Bremen und Leipzig mit einem Ticken jünger, also 25 und 24,8. Dann hier genau das, Führung, das ist nicht mehr mein VfB. Genau das halt. Muss gestehen, hätte nie im Leben gedacht, dass Koulibaly so auftreten wird, nachdem er letztes Jahr in Liga 5 nicht wirklich überzeugen konnte. Eben. Dazu noch auch ganz nett, ne? Wie gesagt, ist halt ne, die zweite Mannschaft, die U21 vom VfB. Aber cool, dass man sich auch da voll reinhängt, scheinbar. Zwei Kisten von Förster beim 6-2-Sieg in der Oberliga. Auch sehr nice zu hören. Dann hier, die Davi spielt Fußball auf dieselbe Weise, wie ich arbeite. Einmal kurz zum richtigen Moment Mühe geben, um die Provision einzustreichen und dann bis Feierabend chillen. Das ist wirklich eine richtig gute Beschreibung. Dazu muss ich jetzt tabellarisch sagen, ne? Kommt der Order-Tweet zur Tabelle. Da waren wir zu dem Zeitpunkt noch Vierter, jetzt sind wir, glaube ich, Fünfter gerade. Oder irgendwie geteilter Vierter, irgendwie sowas. Hat auch einmal geschrieben, allein dass Werder gleich auf dasteht, ist mir Warnung genug bei der Zwischentabelle. Das sehe ich auch so, weil Bremen ist Siebter, hat auch 7 Punkte. Diese Tabelle heißt noch nichts und es sollte jetzt keiner irgendwie voll abgehen oder durchdrehen oder sowas. Sie hat jetzt nochmal einen draufgeballert in seinem Tempo, ich glaube, der schnellste ist bisher in der bisherigen Saison mit 35,4 km/h. Dahinter Upamecano, dahinter Haaland und dann auf 4 tatsächlich Massimo mit 35,1, nicht schlecht. Reaktion der VfB-Teile zusammengefasst, ein kleines Meme mit Gonzales, wo quasi Gonzales dargestellt wird, ich bin nicht der Messias. Und dann die Szene aus Leben des Brian, glaube ich, irgendwie sowas. Und dann ganze VfB-Timeline, er ist der Messias. Also bei Gonzales bin ich auch mal sehr gespannt. Ne? Also, relativ unauffälliges Spiel gemacht gegen in Berlin, als er reinkam. Da bin ich mal sehr gespannt auf den, weil wie gesagt, wieder eine doofe Verletzung gehabt jetzt. Halt richtig aufgeblüht am Ende der Zweitliga-Saison. In der ersten Liga lief es bei ihm ja bisher auch nicht so besonders. Bin mal gespannt, wie krass dann der wird, weil wenn der auch noch voll aufblüht, wie alles bisher im Team so ziemlich, dann ist unsere Offensive schon auf jeden Fall richtig gut. Hier, wer ist der Typ in der Kapitänsbinde? Was hat er mit Gonzalo Castro gemacht? Ist auch stark. Solch qualifizierte Vorträge in Liga 1 hätte ich nach der Rückrunde nie und nimmer so schnell für möglich gehalten. Hut ab vor Pellegrino Matarazzo. Fühle ich mich dabei. Sieg in Berlin und hier auch noch perfekt. Noch 33 Punkte bis zum Saisonziel. Wer hätte das gedacht? Und dazu macht der VfB auch noch Spaß. Genau die richtige Einordnung, bin ich voll dabei. 33 Punkte dazu heißt 40 Punkte, die bekanntliche 40-Punkte-Marke für den Klassenerhalt, die ja eigentlich auch. Müssen wir auch mal gucken, ob die letzte Saison so gestimmt hat. Also ich glaube, 40 Punkte hast du ja gar nicht unbedingt gebraucht. 7 Punkte vor Mainz und bis nächste Wochenende die Nummer 1 im Land. Das ist erstmal wichtig. Das ist auch sehr geil. Das ist eben auch das Ding, ne? Du hast jetzt schon mal vor den Leuten da unten richtig, richtig Polster, ne? 7 Punkte vor Mainz. Durch die Unentschieden hast du 6 Punkte vor Köln und 6 Punkte vor Schalke. Ne? Wir starten richtig gut in die Saison rein. Kommt später aber auch noch. Das ist natürlich auch der Spielplan. Also uns nicht reinspielt, also Berlin und Leverkusen, da konnte ich nicht davon ausgehen, dass wir da 4 Punkte holen, an für sich als Aussteiger vor der Saison. Aber die richtig dicken Brocken, die kommen halt noch, das meine ich jetzt damit oder auch der Kommentar später. Und natürlich, ne, wir schweben gerade so ein bisschen auf so einer Hype-Welle, auf so einer Aufstiegs-Zack, gute Saisonstart-Welle, mal gucken, wie lange wir die reiten können. Und solange wir die reiten können, genießen wir das, würde ich mal sagen. Hier, kleine Umfrage, wann ging es euch zum letzten Mal so, dass euch eine VfB-Mannschaft derart viel Freude bereitet hat? Und dann kam das typische Ding, Aufstieg zu 17 unter Hannes Wolf. Zu Zeiten des magischen Dreiecks. Ich glaube, da war noch Ibisevic, unser Top-Stürmer. 4-4 gegen BVB. Meisterjahr unter Fee. Ja, das waren so die meisten Dinger. Dann kommen wir, glaube ich, so ein Ticken vom Spiel weg. Wie gesagt, das ist alles so ein bisschen random hin und her gepackt, aber wie gesagt, Links und so weiter müssten, glaube ich, auch sogar chronologisch richtig, wie ich es ja hier vortrage, quasi dann unten in der Beschreibung sein. Müssen hat über seine Zukunft VfB für Pole Position, weil er halt auch bis zu 21 Vertrag hat. Aber ich einfach im Wunschdenken und im Hoffnungsdenken hoffe ich mal, dass der bei uns bleibt. So, ganz einfach abgehaktes Thema. Hitzesberger auch nochmal hier ein Sportschau-Artikel. Es ist keine Zeit für irgendwelche Träumerei.
Da bin ich auch definitiv vorbei. Das merkst du halt auch, das ist wunderschön. Weil hätten wir jetzt noch irgendeine andere Führung, die würde jetzt so abgemischt mit Katze. Boah, guck mal, wo wir stehen, europäischer Fußball, ganz weit oben. Aber wir haben einfach einen gechillten Verein gerade, eine gechillte Vereinsführung. Das ist Datending da, klar, das hängt so ein bisschen doof hin, aber es scheint es ja auch gerade aufzuarbeiten. Da gibt es immer wieder Infos raus, wenn es halt nötig ist, immer wieder kurze Wasserstandsmeldungen. Ist ja auch so ein bisschen im Hintergrund, also da ist jetzt keine große Presse mehr gehört drüber. Aber sonst Hitzesberger, Mislintat, auch ein Vogt, das wirkt so unsagbar entspannt, bodenständig und ruhig, wie dieser Verein geführt wird. Klare Philosophie mit ganz vielen Talenten, das klappt alles bisher. Die Mannschaft ist gerade wirklich mal ein guter Mix aus alt und jung, aus erfahren und unerfahren. Da scheint auf jeden Fall ein Plan hinterzustecken. Auch der Trainer tiefenentspannt und absolut auf dem Boden geblieben. Das wirkt schon alles sehr, 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 sehr gut in Ordnung bisher. Hier, ihr merkt, wie ich mich so ein bisschen zurückhalten mag, weil ich nicht will, dass mir irgendwelche Statements von wegen, boah Junge, sind wir geil gestartet, fett geil, das wird eine richtig kranke Saison. Sowas will ich noch nicht raushauen. Ich bin VfB-Fan, ich habe die Erfahrung, ich traue mich das noch nicht und ich will auch nicht, dass es mir irgendwann in 4 Wochen oder so, wenn wir mal 4, 5 Spiele am Stück zumindest mal nicht gewonnen haben oder sowas oder verloren haben vielleicht sogar, dass mir sowas auf die Füße fällt, weil es wird irgendwann, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es nicht kommt, dass irgendwann mal keine schlechte Phase kommt, die kommt irgendwann zwangsweise, aber jetzt deswegen gerade diese gute Welle gerade einfach genießen. Auch wieder wunderschön, Leute in 11 des Tages beim Kicker, Kempf, Castro, in der Sportschau tatsächlich auch Kempf und Castro, wenn ich sie richtig sehe. Hier auch sehr lustig. VfB Stuttgart holte in dieser Saison auswärts schon so viele Punkte wie in der gesamten Abstiegssaison 2018-2019 insgesamt 6 Punkte. Das ist auch halt einfach der Wahnsinn. Und hier, wir sind Fünfter nach dem 4. Spieltag. Auch noch eine Tabelle hier drin. Freitag dann die Tabellenführung bis Samstag 15:30 übernehmen. Dann müsste man, glaube ich, sogar relativ hoch gegen Köln gewinnen. Irgendwie 4-0 oder sowas. Dann wären wir über Nacht Tabellenführer. Hier auch nochmal einfach ein einordnender, chilliger Tweet hier von Ricky Palm. Der müsste, Ricky Palm, von Ricky halt. Der müsste, das war jetzt ein bisschen zu englisch ausgesprochen. Der müsste, das ist einer vom STR, vom Podcast, der auch immer sehr fachlich einfach gescheite Analysen hat. Hier hat er auch geschrieben, Hertha hat sich gestern in erster Linie selbst geschlagen. Im VfB reichten die Grundtugenden, um 3 Punkte aus Berlin mitzunehmen. Pech für Hertha, die Tore des VfB fehlen immer dann, wenn eigentlich die Hertha am Drücker war. Ich will die Leistung des VfB nicht schmälern, das war schon richtig gut, aber die vielen Ballverluste von Silas und Koulibaly werden in der Bundesliga normalerweise hart bestraft. Auch das Aufbauspiel, sondern die langen Bälle müssen besser werden. Da kann ich auch mit, es war ja auch nicht großartig negativ, aber einfach was Einordnendes und Negatives dazu oder ein bisschen Kritisches dazu passt, bin ich dabei, bin ich voll dabei. Aber auch wieder schönes Wort, was auch oft nicht funktioniert hat in den letzten Jahren, Grundtugenden. Die haben auch so fucking häufig nicht funktioniert die letzten Jahre in der ersten Liga vor allem. Hier Rolf Fuhrmann, auch geil. Ich hau aus Verzweiflung einen raus, Stuttgart wird Meister. Auch geiler Scheiß. Dingensen hier, nochmal ganz, ganz random News, aber gehört auch irgendwie zum VfB. Der Mercedes-Benz Junior Cup 2021 fällt aus. Nachdruckst du nur im Sindelfinger Glaspalast, kann diesen Winter wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Ist auch schade natürlich. Da war immer gut was an Talentscouting quasi möglich für Leute, die da Bock drauf haben. Und hier Bundesliga-Kanal, wieder der englische Twitter-Account. Letzte Mal, als Stuttgart die ersten 2 Auswärtsspiele in der Bundesliga-Saison gewonnen hat, haben sie den Titel gewonnen. Das war zu 6-7. Das müsste, glaube ich, damals dann auswärts Bielefeld und auswärts Bremen gewesen sein. Ich glaube, beide Male in 2-3. VfB hat auch darauf reagiert mit einem GIF vom Kempf, wie er so quasi dieses Psst macht. Finger vor den Mund. Auch einfach ein paar lustige Statistiken, ne? Ich glaube, in die Richtung geht schon mal auf jeden Fall niemand, kein einziger VfB-Fan. Auch hier wieder einfach nochmal Bestätigung, dass wir gerade einfach einen ruhigen und gescheit geleiteten Verein haben. Matarazzo wartet nach Start, ein Stuttgart-Start. So gefühlt diese Überschrift reicht mir schon. Keine Träumereien, kein Rumgetue, er ist bisher zufrieden, die Saison ist noch lang, fupp, Thema erledigt. Auch die ganzen Auftritte jetzt, ob es vor dem Hitzesberger im Sport im 3. war, ob es in Sportstudio war, wo letzten Wochen halt VfB-Leute im Fernsehen waren, auch immer unsagbar ruhige und gescheite Kommentare und Auftritte.
Hier hat noch irgendwer was rausgeholt irgendwie, aus irgendeinem Artikel. Es ist ein Bildartikel, keine Ahnung, hat nur ein Screenshot reingepackt davon. Aber vom Layout könnte es Bild sein, wo irgendwie nochmal erzählt wurde, dass Koulibaly mal versucht hat, das müsste, glaube ich, sogar letztes Jahr noch gewesen sein oder halt irgendwie in dieser Zweitligasaison halt noch, dass Koulibaly versucht hat, Bartstuber zu tunneln und sich dann quasi im Training beschwert hat, der Holger direkt drauf, Junge, ich rate dir, probier das nicht nochmal. Und hat das nochmal versucht, hat Koulibaly direkt nochmal einen Beinschuss versucht, ein zweites Mal, und dann, darauf hat Bartstuber ihn scheinbar umgesenzt, Grätsche ausgepackt und Koulibaly umgesenzt. Das Bohai auf dem Trainingsplatz war riesig. Da ist es irgendwie, keine Ahnung. Hier, Trainingszoff aus der Vorsaison, über den doch nie berichtet wurde. Habe ich auch noch nie gelesen bisher, aber auch eine ganz lustige Story. Jetzt spielt Koulibaly eine richtig, richtig gute Rolle bisher bei uns in der ersten Mannschaft von Holger. Zockt in der, was ist das mittlerweile, bei U21 in der vierten Liga. Auf jeden Fall zockt er halt im zweiten Team. Dann hier auch, hat so gesehen nichts mit dem VfB zu tun, aber irgendwie auch schon. Ein bisschen eine große News, auch ein englischer Artikel von Sky Sports. Dass hier wieder überlegt wird, ne? So Super League, Championship-Getue tatsächlich mit FIFA, ne? Diesmal nicht irgendwie eigenorganisiert von irgendwelchen großen Clubs und so, hinter Rücken von allen, sondern wirklich mit der FIFA drin, quasi hinterm Rücken von der UEFA, aber mit irgendwelchen Top-Clubs halt, ne? Englische Liga, deutsche Liga, so ein bisschen. Ach, das wird auch, also das wird sowas von irgendwann passieren, diese Scheiße, dann können sie sich auch einfach verpissen mit ihrem Getue dann. Da sind wir wahrscheinlich auch alle aus den Ligen draußen, hast du in der Bundesliga kein Bayern und kein Dortmund mehr wahrscheinlich, irgendwie sowas. Ich kenne das ja auch nicht, die genauen Insights, ist mir wirklich langsam zu blöd, diese Scheißdebatte. Es wird irgendwann kommen, einfach um Kohle, 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 wahrscheinlich wird der Scheiß auch noch irgendwo in Asien oder in, was weiß ich, wo gekickt, ist mir aber auch scheißegal, sollen sich verpissen. Genau, das ist einfach mal dazu. Hier dann geschrieben, bin ich der Einzige, der ein bisschen Angst vor November hat. Wir spielen gegen Hoffenheim. In Klammern Kramaric, dann kommen die Frankfurter, dann noch Bayern. Ich habe Angst, dass der VfB seinen jetzigen geilen Spirit verliert. Und danach muss auch noch irgendwie dann Dortmund kommen mit so ein bisschen Abwechslung, noch mit Bremen und sowas dazwischen und sowas. Wie gesagt, das ist eigentlich relativ ausgeglichen. Ne? Du hast jetzt nicht irgendwie 3 Wochen am Stück, wo du Bayern, Dortmund, Leipzig ineinander hast oder sowas. Du hast zum Beispiel jetzt hier irgendwie danach, glaube ich, Bremen und dann Dortmund und sowas. Aber ja, das stimmt. Ne? Wie gesagt, da kommen halt noch richtig, richtig dicke Brocken, aber gerade deswegen ist das ja gut. Gerade deswegen ist es ja gut, wenn du die nächsten Spiele anguckst, du hast jetzt Köln, du hast jetzt Schalke. Wie gesagt, ich will mich da wirklich noch mit der Euphorie zurücknehmen und mit irgendwelchen Erwartungshaltungen und sowas, einfach aus Erfahrung. Aber an und für sich, das, weil wir eh gleich auch hier vom Ablauf gleich beim Köln-Spiel sind, kannst du rein tabellarisch gesehen, rein spielerisch gesehen, zu Hause gegen Köln gewinnen, auswärts in Schalke gewinnen. Dann hast du nach, Gott, jetzt muss ich gerade gucken, wenn ich richtig rechne. Dann hast du 13 Punkte nach 6 Spielen, wenn ich richtig rechnen habe. Dadurch, dass du gegen die beiden dann gewonnen hast, haben dann Schalke und Köln, also je nachdem, was sie halt in ihrem zweiten Spiel noch machen dann, hast du auf die irgendwie immer noch 7, 8, 9 Punkte oder sowas Abstand. Bei Mainz musst du auch gucken. Und dann gehst du halt in so eine Phase rein, wo du vielleicht keine Punkte unbedingt holst. Aber die haben die anderen ja auch. Die ist ja nicht so, als würde dann Schalke, Köln oder wer immer da halt ganz unten mit drin hockt, als würden die nicht gegen Bayern oder Dortmund mal spielen, ne? Oder gegen Leipzig oder so. Das ist ja nicht so, die haben die Gegner ja auch noch irgendwann. Und du hast jetzt schon auf die Clubs so unten 6, 7 Punkte Abstand. Wenn die jetzt im direkten Duell, das sind wirklich gefühlt jetzt schon, also übertrieben gesagt, jetzt schon abstiegskampfrelevante Spiele, die da kommen. Wenn du jetzt Schalke bist, Köln besiegst du aus, danach Schalke besiegst auswärts, das auch wieder Freitagabend ist, dann hast du auf die, wie gesagt, nach 6 Spieltagen hast du auf die schon irgendwie 7, 8 Punkte, vielleicht sogar 9 Punkte Abstand nach ganz unten. Und das musst du auch erstmal wieder aufholen während der Saison. So ist ja nicht, ne? Und Köln, die haben auch noch nicht gegen die Bayern gespielt, glaube ich. Schalke hatten zu dem Zeitpunkt dann schon gegen Dortmund gespielt und auch gegen die Bayern. Aber trotzdem so, ich hoffe, ihr rafft das Argument, aber das wäre halt schon extrem, extrem krass, wenn man jetzt diese Welle mitreitet. Und da halt keinen Knick reinbekommt.
hier neue Geldverteidigung, Artikel vom Kicker, auch erstiges Augsburg unterschreibt. Es war, glaube ich, das, was der Hitzesberger auch im Sport im Dritten angekündigt hatte oder halt so ein bisschen angesprochen hatte, wo es auch, glaube ich, nichts 100% Offizielles gibt. Nach Kicker-Informationen haben insgesamt 14 Clubs der Bundesliga und 2. Liga das Papier unterschrieben, in dem eine Allianz aus Arminia Bielefeld, Mainz 05, VfB Stuttgart und Jahn Regensburg dem DFL-Präsidium ihre Vorschläge zu einer ausgewogenen Verteilung der möglichen Gelder ab der Saison 2021-2022 präsentiert. Ich weiß auch nicht, wie genau die aufgeteilt werden sollen, aber alles, was in Richtung faire und gescheitere Geldverteilung geht und mehr Clubs mehr Chancen einräumt, rein finanziell, halte ich schon mal nicht für verkehrt. Dann, jetzt eher mal ein bisschen doofere Nachrichten. Hab gerade quasi auch noch die PK abgepasst, dass sie eh gerade lief, was ich quasi anfangen wollte. Ich habe gesagt, komm, warte mal noch ein paar Minuten. Haben wir die paar Twitter-Zitate auch noch oder halt die paar News dazu noch. Wie gesagt, also meine News bestehen jetzt auf Stand von so, also 21.10., ne, der Mittwoch heute, so um 14.30 Uhr oder sowas war das letzte Mal, wo ich glaube noch geschaut habe vor dem Podcast. Hier, Waldemar Anton, für den reicht es für Freitag nicht, fällt verletzt aus. Und auch Kobel und Endo sind fraglich, obwohl man dazu so ein Ticken optimistisch klang, dass wenn die ins Training einsteigen, dass sie dann auch kicken können am Freitag. Massimo Kulinov, Koulibaly, Sousa sind fit. Gonzalez muss dann mal gucken, wie es aussieht mit Fitness und sowas, wegen Startelf und sowas. Aber es wäre natürlich schon böse, wenn du Kobel und Endo verlieren, oder was heißt verlieren, wenn du die beiden nicht einsetzen könntest gegen Köln zu Hause. Mein Bredl im Tor kann ich nicht groß einschätzen, aber so scheiße ist der jetzt auch wieder nicht. Aber vor allem Endo im Mittelfeld ist halt so unsagbar wichtig für unser Spiel. Aber wie gesagt, das klingt schon ein Ticken optimistischer in Richtung, okay, ja, die sind gerade angeschlagen, aber vielleicht sieht gar nicht verkehrt aus. Und wenn sie da wieder einsteigen können, dann spielen sie auch und so. Also sind wir da erstmal positiv. So, Köln, 1-1 gegen Frankfurt. War scheinbar ein relativ langweiliges Game. Am Ende des Tages wohl auch verdientes Unentschieden. Kann ich da nicht groß viel zu sagen, habe das Spiel nicht gesehen. Aber wirkte, oder was man so liest, so auch ein Frankfurt-Kumpel. Also, ne, das war halt kein besonderes Spiel am Ende. Mehr oder minder verdientes Unentschieden. Und irgendwie für Frankfurt halt ein bisschen schade, nicht mehr mitgenommen zu haben. Rein tabellarisch und so weiter. Ne? Frankfurt jetzt auch gerade Vierter. Gegen die wir jetzt auch dann bald spielen. Ich glaube, nach Schalke ist dann, glaube ich, Frankfurt dran. Genau, Tabelle, wie gesagt, Fünfter. Können wir auf den gesamten fünften Spieltag gucken. Das spielen wir gegen Köln, wie gesagt. Und Schalke verliert hoffentlich in Dortmund. Bielefeld spielt in Wolfsburg. Bremen gegen Hoffenheim. Mainz spielt gegen Gladbach. Also wenn das so schön weitergeht, gewinnen wir hoffentlich gegen Köln und der Rest da unten verliert weiterhin. Ne? So, auch wenn man dann guckt, wie gesagt, ich habe es gerade schon vorgerechnet, du bist halt wirklich, du hättest so dermaßen viele Punkte Vorsprung. Junge Falle, so viele Punkte Vorsprung. Wir können es mal kurz ein bisschen durchrechnen. Podcast geht eh schon lang genug, machen wir noch einen Ticken länger draus, das Ding. Du, wie gesagt, Wunschdenken oder Hoffnungsdenken und eigentlich auch spielerisch oder für einen neutralen Fan würde wahrscheinlich auch viele gerade sagen, so wie es gerade läuft, gewinnt der VfB gegen Köln sowie in Schalke. Dann haben wir 6 Punkte mehr, 13 Punkte nach 6 Spielen. Köln verliert und den nächsten Spieltag drauf spielt Köln gegen die Bayern. Also Köln holt keine Punkte mehr bis dahin. Köln holt bis dahin keine Punkte mehr. Würde bedeuten, wir haben 12 Punkte vor Köln. Dann Schalke verliert hoffentlich in Dortmund oder normalerweise in Dortmund. Die Woche drauf verlieren sie gegen uns. Heißt auch auf Schalke 12 Punkte Vorsprung. Gucken wir noch Mainz an. Die zocken gegen Gladbach. Das verlieren sie normalerweise auch. Die Woche drauf war auswärts in Augsburg. Können sie vielleicht sogar mal einen Punkt mitnehmen oder sowas. Also wenn dann auch. Trotzdem 12 Punkte Vorsprung. Vor den letzten 3 Teams aktuell. 12. Wenn du deine Pflichtaufgaben, und es sind ja wirklich in Richtung Abstiegskampf, rein tabellarisch gesehen, sind das Pflichtaufgaben, wenn du drin bleiben willst. Auch jetzt mal ganz, wenn wir jetzt gegen Köln und Schalke spielen würden, ganz am Anfang der Saison, und ohne diesen Höhenflug einfach nur gucken in Richtung, wir müssen in der Liga bleiben, das sind das Pflichtaufgaben. Sind wir noch mal ehrlich, das sind das eigentlich Pflichtaufgaben, die du erledigen musst, wo du die Punkte holen musst, oder sag mal so, eher holen musst als in Spielen wie gegen Berlin und Leverkusen beispielsweise.
warum, weswegen mir auch gerade solche Spiele dann irgendwo Angst machen. Ne? Gerade die machen mir deswegen Angst, weil so Pflichtaufgaben erledigen, das ist ja normalerweise nicht so unser Ding. Aber wie gesagt, alles widerspricht sich aktuell, weil in dem Denken drin hätten wir in Mainz verlieren müssen. Das haben wir aber nicht getan. Deswegen, wie gesagt, nur mal so als schöne Wunschvorrechnung. Du gewinnst gegen Köln und in Schalke, was wie gesagt statistisch vielleicht schwierig ist, aber da wurden bisher alle umgedreht, alle Statistiken. Von der Spielweise von Köln, Schalke und uns gerade ist das aber auch realistisch gerade. Frag irgendwelche neutralen Leute, die würden wahrscheinlich sagen, jo, gegen Köln, Schalke verlierst du zumindest mal nicht, vielleicht gewinnst du sogar beides. Wenn du beides gewinnst und die Spieler normal weiterlaufen, weil dann verliert nämlich Schalke im direkten Duell gegen uns und in Dortmund. Und Köln verliert im direkten Duell gegen uns und gegen die Bayern. Währenddessen verliert Mainz gegen Gladbach und holt in Augsburg vielleicht einen Punkt. Auch wenn bei Augsburg läuft es gerade auch nicht verkehrt. Ne? Wenn das so läuft, was ja eigentlich relativ, ist ja gar nicht irgendwie krasses Wunsch vorgerechnet, das ist relativ realistisch. Dann hast du nach 6 Spieltagen 13 Punkte erstmal, Nummer 1, plus du hast auf Platz 16, 17 und 18, wenn Mainz einen Punkt holt gegen Augsburg, hast du auf 16, 17 und 18 jeweils 12 Punkte Vorsprung. 12. Und dazu natürlich noch Torverhältnis. Also so gerechnet, ne, dieses typische Ding von wegen Torverhältnis, kann nur einen Punkt draufrechnen quasi. Also hast du so gesehen 13 Punkte Vorsprung. Auf die unteren 3, die wir vermeiden wollen. Ne? 15. Platz ist Klassenerhalt. Das ist unser Ziel. Klassenerhalt. Wenn sich so vorrechnet, ist das wild. Und deswegen ist dieser Saisonstart auch so unsagbar wichtig und gut bisher. Hier, Statistik, um mich wieder ein bisschen auf die Tatsachen zurückzubringen. Klar, kackelt so ein bisschen rein, weil letztes Mal haben wir gewonnen gegen Köln. Ist 2-1 da durch Akolo, 90. Minute, das war auch ein geiles Stadionerlebnis. Aber davor, 1-3, 0-2 im Pokal gewonnen, okay. 2-2, 0-1, 0-2, 1-3, 2-3, 0-0, 0-0, 0-3. 4-1 im Pokal gewonnen, 1-1, 4-0, dann sind wir beim Heimsieg in der Bundesliga gegen Köln. War 1996 das letzte Mal, der aktuelle 2017. Aber wie gesagt, bisher haben sich alle Statistiken umgedreht. Alle. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende von dem Podcast. Also in Anführungszeichen auch schon eine halbe Stunde. Aber so um den Dreh wird es halt immer bleiben. Es sind ja nicht wenige News immer. Habe hier ganz am Ende noch den Link zum Stream gegen Berlin auf YouTube reingepackt und den Link zum Stream gegen Berlin auf Twitch. Gerne da folgen. Auf den Plattformen geht es wieder los, nämlich am Freitag natürlich dann der Stream zum Köln-Spiel, wieder beides parallel, Twitch sowie YouTube. Und morgen Abend auch ein einfach random Gaming-Stream, was immer wieder mal kommen wird, wo ich dann einfach hier am Schreibtisch hocke, vermutlich auch mit Greenscreen, aber halt nicht krass alles umbauen Richtung Wohnzimmer, jetzt für die VfB-Streams aufs Sofa und sowas. Aber ein bisschen zocken mit euch, kann FIFA, aber einen Kollegen, der auch auf Twitch, wohl eigentlich zwei Kollegen, die auch auf Twitch streamen währenddessen, wo man sich auch vielleicht mal an die anschließt für Last of Us, für Scribble, für irgendwelche Community-Games halt und sowas. Also mal gucken, wie viel von euch da vorbeischauen. Wie gesagt, einfach so ein bisschen random Games zocken, so ein bisschen auch relativ spontan. Aber trotzdem irgendwie ist es so möglich, dass ich noch am Tag davor die Stream-Ankündigung raushauen kann. Genau. Und auch ganz interessant, für nächste Woche oder für Spiel gegen Schalke muss ich mal gucken, wie genau ich das da mache. Ob es dann quasi einen Podcast gibt, plus das Special, was ich quasi, oder das, ja doch, ist ein Special, ne? Es ist einfach eine erstmalige Aktion, die hier am Start ist, weil ich werde da mit dem, kennen vielleicht die einen oder anderen, hat auch in meinen Kommentaren, glaube ich, schon mal geschrieben im Stream, mit dem Kestis Schalke-Update ein bisschen talken über das VfB gegen Schalke-Spiel oder Schalke gegen VfB ist so rum, für nächste Woche Freitag, so einen kurzen Talk, 20, 30 Minuten oder sowas vielleicht, so 20 rum oder sowas, mit dem ein bisschen talken über Skype, über das Spiel, vielleicht kommt dazu extra noch ein paar, halt, ne, meine Random News, ne, die werde ich ihm jetzt hier nicht vorlesen, wenn ich mit dem ein bisschen talk, auch den gerne abchecken, oder packe ich dann sowieso nochmal sein Link rein, wenn das Video dann raus ist, wenn das alles so funktioniert dann, aber ist in Planung für Dienstag, dass man da ein bisschen talken miteinander und dann das Ding halt, ne, auch wie meine Podcasts bisher am Mittwoch rauskam, auch sehr nice, quasi meine erste Collaboration so gesehen, sehr, sehr nice. Und dann würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Zuhören und so weiter.
wieder mein friendly Reminder quasi, ne? Ich glaube, ich packe diesmal auch wirklich in den Podcast vorne auch noch mit rein. Habe jetzt so einen kleinen Einspieler da, den ihr auch schon in Streams gesehen habt. Aber lasst diese Prozentzahl ein bisschen senken. Dieses Ding von wegen 84% meiner Aufrufe kommen von nicht abonnierten Leuten. Einfach den Knopf drücken. Hilft mir, hilft unserem Weg zu den 1000 Abonnenten noch ein bisschen mehr. Jetzt ist es ja so langsam irgendwie so halbwegs greifbar. Ne, ganz übertrieben gesagt. Aber hilft einfach, kostet euch ja nichts. Einfach nur drauf drücken. Und dann freue ich mich. Bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören und so weiter. Wir sehen uns dann in den Streams. Und dann auf dem Kanal, auf Twitch, wo auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal.